Dieser erste Raum in der Ausstellung hat ja etwas unglaublich Direktes, unglaublich Provokatives, auch heute noch Aufwühlendes. Es sind schockierende Bilder in ihrer Offenheit, Direktheit. Das ist eine Qualität, die Braslitz auch bis heute auszeichnet. Auch seine allerletzten Bilder in der Ausstellung gehen sehr direkt, sehr schonungslos, zum Beispiel das Thema eben des Alterns, des verfallenden Körpers, des nahenden Todes an. Und diese Direktheit hat er zum ersten Mal in ganz offensiver, aggressiver Weise auf den Punkt gebracht in dem großen Bild Die Nacht im Eimer von 1963, ein Skandalbild. Das Bild wurde damals beschlagnahmt, weil man es als pornografisch verstanden hat. Es ist ein Bild, eigentlich, das bewusst, Basit spricht auch davon, dass er hässliche Bilder machen wollte. Also dieser Versuch, eigentlich die Konventionen, das Schöne, das Bourgeoise eben zu durchbrechen, indem man ganz absonderliche, ganz ausgefallene Bilder macht, die sich nicht irgendwie in etwas einordnen lassen. Das ist ihm sicher mit dieser großen Nacht im Eimer zum ersten Mal geglückt. Und das ist auch heute noch ein unglaublich beeindruckendes und provozierendes Bild. Das Bild ist auch für das Verständnis der Kunst von Baselitz zentral, weil es eigentlich ganz viele Elemente vorwegnimmt, die dann im späteren Werk ausgebaut werden. Also ich denke an das für Baselitz zentrale Motiv des menschlichen Körpers, des männlichen Körpers, der alleingestellt ist, die eigentlich das in Vordergrund stellen des Körpers in einem relativ neutralen Raum. Das ist ein Gestaltungsmittel, das er bis heute, bei den auch allerneuesten Bildern sieht man dieses Gestaltungsprinzip angewendet. Ein anderes Thema ist, was dann eben auch zum Skandal geführt hat, ist eben diese Offenheit, diese Schonungslosigkeit, mit der er Themen angeht. Hier das unter anderem das Thema der Sexualität mit diesem Penis, der aber auch eine Art Keule ist, die eigentlich sehr aggressiv auf den Betrachter gerichtet ist. Aber ich glaube, viel unangenehmer oder beunruhigender wie dieser Penis ist das Gesicht dieser Figur, das ja entstellt ist, das eigentlich etwas gezeigt, eben auch von Verletzungen gezeichnet hat, das eigentlich viel unangenehmer ist, weil unfassbarer ist, wie eben dieses Element des erigierten Gliedes, das damals 1963 eben dazu geführt hat, dass das Bild von der Staatsanwaltschaft in Berlin konfisziert wurde, dass Baselitz und seine Galeristen vor Gericht gestellt wurden und dass sie eigentlich erst 2 Jahre später das Bild dann zurückerhalten haben. Ein Prozess, der natürlich sehr indirekt für sehr viel Publicity für Baselitz gesorgt hat. Eine Publicity, die er sich so natürlich nicht gewünscht hat, weil er natürlich als sozusagen Nestbeschmutzer damals in die Geschichte der, also Berliner Kunstgeschichte in der 60er Jahre eingegangen ist.